Hi, beim Angeln kann man mit allem rechnen. Von reichen Fängen und ungewöhnlichen Ködern bis hin zu unvergesslichen und lustigen Vorfällen. In unserem heutigen Video gibt es alles und noch viel mehr. Lass uns die besten Momente anschauen, die professionellen und weniger professionellen Anglern passiert sind. Wenn die Angelschnur an deiner Angelrute gerissen ist, kannst du sie als Speer benutzen. Bei unseren Vorfahren hat das immer funktioniert. Mit solchen Fähigkeiten wird er sicher auch auf einer einsamen Insel überleben. Wie eine Weisheit besagt, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Oh, that's cool. Yo, no! Yo. Auf diesem Boot gibt es sehr strenge Türsteher. Und sie haben sich nicht davor gescheut, ihm das zu sagen. Release video. Release video. Yeah. So entstehen Geschichten über alle möglichen Seeungeheuer. Dabei ist es nur eine Gruppe von Seekühen, die den Typen begrüßen wollten. Dieser Typ hat definitiv eine Superkraft. Nicht jeder schafft es, einen Tarpon mit bloßen Händen zu fangen. You'll go for a swim. No, I'm just trying to. Oh, look at you! Oh, yes! It jumped up in the canoe and landed in the front! You want this? I already have one! Sie haben eindeutig ein zu kleines Boot für solch einen Fang. These are all live fish. Ein Video für Touristen, die gerne an unbekannten Orten schwimmen. Look, we saved the turtles, boys! Save the turtles, boys! Save the turtles from 7-pound bass, boys! So sieht ein erfolgreicher Angeltag aus. Und so ein ganz schlechter. I'm in.
Auf solch einen Umzug war er sicher nicht vorbereitet. Ein anschauliches Video darüber, wie wichtig es ist, den richtigen Ort und den richtigen Köder zu wählen. Man könnte sagen, dass die Kleinen jetzt offiziell aus dem Elternhaus ausgezogen sind. Wenn diese Typen auf See sind, macht es keinen Sinn mehr zu angeln. Allein der Anblick von so viel Fisch füllt die Omega-3-Fettsäuren in deinem Körper wieder auf. Der Typ lebt in einer Welt, in der es keine Geschichten über Welse gibt, die Menschen fressen. This fish is starting to kick really good. Caught its breath. We swam it for 10 minutes now. It's starting to kick really good. I'm gonna send it home. Woo! Woo-hoo! Yeah! Würde er es auch in seinem natürlichen Lebensraum tun? In diesem Fall ist nicht ganz klar, wer der Jäger und wer die Beute ist. Eine recht ungewöhnliche Angelmethode. Mal sehen, ob es klappt. Ein echter Profi braucht nicht einmal eine Angelrute, um einen Fisch zu fangen. Sie ist gekommen, um ihnen zu sagen, dass es ihr Platz ist. Der Alligator. Na, worauf wartest du? Zieh mich an Land. Ist das der Fang oder der Köder?
put it in the water. And get him to drop all the ink, otherwise. Bro, that's not. Oh! Yeah! Oh! Oh my god! Look at my face! Der Grund, warum es sowohl eine gute als auch eine schlechte Idee ist, nachts zu angeln. Oh my god, that's a huge one! Oh my god, that's a biggest opportunity in my life! Der Seegerochen ist übrigens trotz seines furchterregenden Aussehens völlig ungefährlich für den Menschen und sein Fang ist eher von sportlichem Interesse. That is the biggest sawfish I've ever seen in my life. That thing was massive. Jetzt weißt du, bei wem du dich für deinen Snack am Freitagabend bedanken musst. No way. Hey bear! That's my fish! No! There's no way! You just took my fish! Get back here! Stell dir nur vor, wie viel dieses Monster wiegt, wenn es von drei erwachsenen Männern herausgezogen wurde. Der Schmetterlingsfisch kann zwar nicht fliegen, dafür aber bis zu 3 Meter hoch aus dem Wasser springen. Gib uns ein Like, wenn du auch nicht erwartet hast, so ein Biest zu sehen. Bei den Thunfischpreisen haben sie gerade ihre Rente abgesichert. Ein Hammerhai ist zwar kein weißer Hai, aber auch ihm gegenüber würde ich mich ein bisschen höflicher verhalten. Sie werden ihren Frauen sicher beweisen können, dass sie angeln waren. Der Tintenfisch mag zwar gefangen worden sein, doch das letzte Wort hat definitiv er. Oh, oh, sch**. Oh my god. That'll be good. In der Gamersprache nennt man das auch Cheating. Guck dir nur an, wie Scharfschützen angeln. Und wie Spider-Man seine Wochenenden am See verbringt. Wenn man keine Zeit hat, in die Natur zu fahren.
Was glaubst du, wie viel dieser Riese wiegt? Mit ihm würdest du wohl nicht zusammen in einem Gewässer schwimmen wollen. Nach der Reaktion seines Kumpels zu urteilen, ist das nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Marlinfischen ist wie eine Initiation in die Welt des Angelns. Und er hat die Prüfung noch nicht bestanden. Der Marlin ist einer der schnellsten Fische der Welt. Hut ab vor dem Kerl, der ihn mit bloßen Händen gefangen hat. Wusste jemand, dass man Hummer-Sets fangen kann? Man muss ein Herz aus Stein haben, um diesen Burschen nicht zu füttern. Wie man so schön sagt, hab keine Angst davor, anders zu sein. Hab eher Angst davor, wie jeder andere zu sein. Ja. Leute, es hat geklappt. Zumindest wissen jetzt einige von Ihnen, warum man nicht an der Ausrüstung sparen sollte. Andrzej, zadowolony. Będzie robiła robotę takim pyskiem, nie? Dobra. Co to jest? Krokodyl? Krokodyl, gdzie się...